Teuer, 4 Wochen Trainingspause liegen hinter euch. Ab heute geht's wieder los. Wie hast du die freie Zeit verbracht? Ja, im Kreis meiner Familie, im Urlaub aus Sardinien. 4 Wochen lang waren wir da und ja, es war sehr, sehr schön. Wie lange war es gut, ein bisschen Abstand vom Fußball zu haben und ab wann hat die Vorfreude auf die neue Saison wieder begonnen? Ja, es war schon eine recht anstrengende Saison letztes Jahr, aber auch eine erfolgreiche Saison. Also die Pause tat schon sehr gut, aber die letzten Tage hat man dann schon gemerkt, dass es wieder kribbelt, dass man wieder loslegen möchte und jetzt freue ich mich. Jonas, willkommen in Heidenheim. Erster Arbeitstag heute. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, sehr groß. Ich bin gestern hierher gekommen und freue mich natürlich heute, die Mannschaft kennenzulernen und jetzt ins Training einzusteigen. Gibt es schon den einen oder anderen, mit dem du Kontakt hattest? Kennst du vielleicht den einen oder anderen aus der Vergangenheit? Nein, glaube ich, ich kenne noch gar keinen hier. Freue mich jetzt aber, alle kennenzulernen. Heute Morgen im Hotel die ersten 2 kennengelernt, genau. Du bist nach dem Schnatti der Dienstälteste bei uns im Kader. Die wievielte Sommervorbereitung machst du eigentlich beim FCA? Das ist jetzt mittlerweile die 8. Ich bin ja im Winter 2011/12 bin ich gewechselt. Das ist die 8. Vorbereitung unter Frank. Und ja, die wird wie immer hart werden, aber wir werden unsere Grundlagen schaffen müssen, um auch weiterhin bestehen zu können. Und ja, wir freuen uns auch alle drauf.